Ja. Wir machen mal ein paar Challenge-Runs. Ich glaube, das wäre ganz lustig. Pitch Black. Ich habe nur keine Ahnung, was jetzt gerade ist. Also Challenge-Runs, ja, da hat man immer so ein. Also da muss man halt auch nochmal spielen, nur da hat man halt immer so ein paar kleinig. Ja, ein bisschen Kacke am Dampfen, sag ich mal so. Aber man, so viel ich mal gehört habe, kann man damit halt auch echt gut üben. Wie man gerade sieht. Denn ich werde ja auch so gut wie gar nicht getroffen. Und besonders mit Curse of Darkness ist das ja auch immer eine sehr, sehr schöne Sache. Besonders wenn man überhaupt nichts sieht. Warte mal, war hier überhaupt irgendwas? Na, Bombenfreund. Ist die glückliche Bombe. Aber nicht die überglückliche Bombe, die gibt es nämlich auch. Was macht denn. Ich finde hier so viele Bomben, aber nicht die Bombe. Das ist, ach nee, das ist die traurige Bombe. Die sieht traurig aus. Die ist nicht gar nicht mal so glücklich. Die traurige Bombe ist. Das ist sie nicht. Nee. Ich finde keine traurige Bombe. Doch da, da ist er. Fünf Bomben. Jedes Mal Bomben explodieren. Nee. Ja, ich komme gleich nochmal wieder, wenn ich ein paar Münzchen habe. Weil dort war ein Reroll. Ich hätte schon lieber ein Tears Up oder sowas. Was? Das jetzt einfach mit, das ist mir jetzt egal. Jetzt kriege ich hier so viele Herzen. Nur eine Pille. Ein Münzchen. Infested. Okay, dann wollen wir mal rerollen. Okay. Problem ist, wenn die alle irgendwie gleich aussehen. Daddy, das ist Daddy Longlegs? Her damit! Das wird uns so den Arsch retten. Da kommt die ganze Zeit so, werdet ihr schon sehen. Lady Longnecks ist ein echt gutes Item. Ja, da kommt dann immer so ein Bein von oben und zermatscht die Gegner. Oh! Hat sich so ein kleines Basement geöffnet. Oh. Infested Shot. Sehr, sehr nice. Dingo? Niemand mag Dingo. Selbst Dingle mag nicht Dingle. Selbst seine Mutter mag nicht Dingle. Weil es einfach nur ein Haufen Scheiße ist. So, mein Soulheart ist entfernt. Ja, Infested Shots heißt, dass wir ein paar Spinnenfreunde kriegen. Das ist sehr geil. Range and Luck Up, auch sehr gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Dann guck mal, wir müssen nur bis zum Abend spielen anscheinend. Ach, guck mal! Unser Soulheart ist gar nicht weggegangen. Das ist sehr geil. Ach, nicht Soulheart, wie heißt das hier? Heißt das sogar White Heart oder so?
Wir haben leider keine Bombe. Wir haben leider keinen Schlüssel. Wir haben leider gar nichts. Keinen Schlüssel zu haben ist gerade sehr beschissen, weil da unten ist der Itemraum. Ist hier nichts? Warum ist hier denn so wenig los? Oh, ein guter Fünfer. Dazu sage ich nicht nein. Aber ich würde eher ja sagen zu einer guten, zu einem guten Schlüssel. Hey Saku, na? Alles klar. Ich spiele mal ein bisschen Isaac. Hey! Hier sehe ich ja gar nichts. Hallo. Ich sehe nur böse Spinnen. Ich habe Angst vor Spinnen. Ich mag wirklich keine Spinnen. Mag ich gar nicht. Da. Curse of Darkness ist hier halt echt undankbar, ne? Ich finde Curse of Darkness sowieso immer sehr undankbar. Komm, Daddy, mach. Danke. Danke. Und immer noch kein Schlüssel. Mhm, sehr schön. Boah, mit den Infested Shots zusammen und Daddy Longlegs ist das halt echt gut. Haben wir hier einen Key? Jupp. Okay. Never miss your goal. Ich glaube, das ist so ein Item, das kann ich jetzt einsetzen. Die Flow im Bett, da ich mich vollgefressen habe. Nice. Was war's wert? Was gab's denn Schönes? Ich mag Spinnen, wenn sie nicht in meiner Nähe sind. Nee, ich mag sie generell nicht. Also, Spinnen sind mir echt suspekt. Ja, ich weiß nicht, was es macht. Orbiting Tears range up. Orbiting Tears sind echt für den Arsch. Deswegen, da haben wir leider kein gutes Item uns geholt. Warum habt ihr mich nicht abgehalten? Ja, es ist okay. Ja, aber man kann nicht mehr gezielt halt schießen, ist halt das Problem. Naja. Was soll man machen, ne? Hier soll irgendwo noch eine Bombe sein, da oben. Wenn man nur was sehen könnte, wäre das echt nicht schlecht. Lasagne. Ich habe noch fertig Lasagne. Ich bin echt am überlegen, ob ich die essen soll heute. Aber auf andere Art, da müsste ich die auch morgen essen. Und morgen will ich die aber nicht essen. Aber das habe ich schon gestern gesagt. Ist irgendwie lustig. Oh. Moment, wir hätten jetzt... Wir haben zwei Herzen aufnehmen können. Okay, das ist interessant. Das heißt, dass wir zwei Herzen Schaden hatten. Das macht den Kampf nicht besser mit den Orbital Shots. Devil Deal. Ist ein bisschen blöd, wenn man nicht weiß, wie viel Dings man hat. Tears und Shot Speed Up. Ich weiß nicht, ob das gut war. Der Daddy hat uns wieder gerettet. Layways to Death. Das war eine sehr große Verschwendung, aber das ist okay. Ich glaube, das hätte alle Gegner auf dem in dem Dings gekillt. Ich glaube, das wäre meiner Mutter sehr hilfreich. Devil or Angel Room? Nein, das lohnt sich nicht. Obwohl, hat das ein Tears Up? Nee. Selbstgekocht ist am besten. Ja, ich muss sagen, die fertige ist halt auch geil. Also es gibt nicht viele gut fertige, aber die ist auch nice. Aber selbstgekocht ist halt auch echt der Hammer. Weil wir dich leiden sehen wollen. Ja, das ist auch der Klassiker. Ich hätte das eine Herz mitnehmen können, ne? Ah, ist mir egal.
ob das überhaupt was gebracht hätte. Ich kann nichts sehen. Mhm. Oh, sehr, sehr schön. Oh, wir sind einen Raum weiter gehüppelt. Das ist auch interessant. Naja, passiert dem Besten, ne? Wie man so schön sagt. Jetzt kann ich wieder kein Herz aufnehmen, okay. Wie manchmal geht's, manchmal nicht. Mal auf das Feuer aufpassen, das Rote, das macht Aua. Hm, 3,5 Schaden ist auch nicht echt nicht schön, ne? Der war golden. Haben wir auch noch nicht gesehen. Also wenn man das so als golden bezeichnen will. Also wir haben da schon den Bossraum, wir haben aber... Oh. Liegt das in einem Dive Shard oder warum werde ich immer wieder woanders hin teleportiert, wenn ich Pech habe? Ja, ich guck mal. Naja, ich glaube, ich mache mal heute das geile Essen. Also, was wollte ich nochmal machen? Hier Spargel und Sauce Hollandaise zusammen mit Kartoffelpüree selber gemacht. Und dazu schön Veggie-Schnitzel mit Spinatfüllung. Sehr interessant. Das nenne ich eine rote Bohne. Love to... Okay, keine Ahnung, was das machen soll. Love Toots. Wollte gerade sagen, das sieht man bestimmt gut als ein roter. Oh, ich habe ihn schon. Okay. Ist für den Charme-Effekt. Hätte ich mir schon fast denken können. Okay. Auf zum Boss, sag ich mal. Boah, das wäre echt ärgerlich, wenn man hier reingeht und dann kriegt man plötzlich dann den Kack da ab. Ich meine, da kommt man direkt in den Bossraum. Oh, shit. Los, Daddy Longlegs. Mach deine Aufgabe. Hilf uns. Wir haben ihn gleich. Ist das nicht außer Hollow? Nee, so Hollow war das Fliegen, ne? Ah, das war schon. Sehr, sehr schön. Das ist auch ein echt schönes Item. Auch wenn das irgendwie die Stats nicht umändert. Ich bin jedes Mal verwirrt. Naja, okay, gehen wir mal weiter. Leben, haben wir noch 2? Ja, 3. Also der One zieht sich gerade ein bisschen. Warte mal, was ist denn da oben? Das ist die Arcade-Halle, aber mit 14 Münzen. Können wir mal später vorbeischnuppern. Ja, super, der hat den richtigen Gegner auch kaputt gemacht als erstes. Das ist gut. Das ist doch alles sehr gut gelaufen. Ah, shit. Ich weiß nicht, ob das an der Art des Ones liegt, aber ich muss sagen, also das hier läuft hier echt gut. Was nicht unbedingt heißt, dass es auf Dauer auch gut läuft. Aber gerade sieht es halt sehr gut aus. Den Raum einfach aufgesprengt. Ja, die können den, man kann teils schon die Türen zu dem nächsten Raum aufmachen. Aber keine Ahnung, wie genau das alles zusammenhängt. Hey, wo ist der Herr Longleg? Da ist er. Ich habe einen Schlüssel gehört. Ich habe einen Schlüssel gehört und den nehme ich mir mit. Da ist er. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt?
Den habe ich mir redlich verdient, den Schlüssel. Boah, ist der losgelaufen. Da wollte der aber schnell weg. Oh, Doppelbombe. Sehr schön. Okay, dann mit dem Bossraum. Aber noch ein Item ab. Aber diesen Fluch, dass wir da weiter teleportiert werden, den hatten wir hier auf der Ebene noch nicht tatsächlich, wenn ich das richtig sehe. Ui, oh, sehr schön. Und wie gesagt, ich würde ja noch gerne in diesen Spielraum noch. Ist die Tür gerade wieder zugegangen oder was war jetzt? Wie wurde ich... Achso, die schießen ja drei Dinger ab, okay. Ah, da haben wir ihn. Man konnte mal da so quer hoch rüber, aber ich will es nicht wagen. Oh, sehr schön. Das füllt uns immer wieder die Herzen auf. Das ist eine sehr gute Sache. Na ja, komm. Egal. Mit dem Fünfer. Der mir bestimmt auf Dauer nichts bringt, aber hey. Oh. Ja gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir noch kurz in den Spielraum und dann haben wir eigentlich hier auch alles, was ich wollte. Dann können wir zum Boss. Selber umgebracht. Weiß gar nicht, wie viel der bringt. Oh, ein Soul Heart. Naja, wir könnten nochmal auf der nächsten Ebene gucken. Naja, gut. Also ich würde persönlich sagen, allein von den ganzen Herzsachen her und so, ich glaube, wir würden da ganz gut dastehen aktuell. Dann laufe ich, ja, ich laufe richtig. Jetzt muss ich aufpassen, da sind gleich Spikes auf dem Boden, da sind sie. Naja, wir können ja auch umgehen mit einer Bombe, aber für zwei Keys. Ja komm, kann nicht schaden. Vorhin hatten wir ja nicht genug. The Fawn. Okay. Herr Longleg, ich bräuchte mal Ihre Hilfe. Dankeschön. Weil es leider nicht so viel gemacht, wie ich gehofft habe. Oh, der kann Brimstone machen. Das ist nicht so gut. Aua. Okay, einen haben wir. Oh, das war knapp. Devil Deal. Ich erwähne es nochmal, Devil Deal ohne zu wissen, wie viele Herzen man überhaupt besitzt, ist keine gute Sache. Hm. Na, wir nehmen alles sowieso mit. Damage und Tears up. Alles nicht gut. Moment, ich muss mal ganz kurz was nachschauen. Nee, da ist alles gut. Und hier ist auch alles gut. Okay. Vorletzte Ebene. Curse of Darkness.
Ah, shit. Ein bisschen Geld, wo wir nicht hinkommen. Ja. Und Herzen. Ah, okay, brauchen wir jetzt eh eine Ratte nicht, aber. Oh Gott. Für Cursed. Also muss sagen, hätten wir hier nicht diesen Dings, Fliegedings, ich glaube, die Runde würde sogar noch ein bisschen besser aussehen. Aber wiederum muss ich sagen, auf Dauer ist das gar nicht mal so schlecht. Okay. Ne, immer noch nicht. Haben wir so viele Soul Hearts oder warum kann ich keine einsammeln? Oder ist das so ein Problem? Oh, dann wäre der Raum. Ich weiß noch gar nicht, welchen Film ich heute gucken soll. Hat jemand eine Idee? Obwohl wir am Mittwoch, vielleicht ist was Neues auf Disney Plus. Kann ich mal gucken. Ja, vielleicht gucke ich heute auch gar keinen Film. Ja, mal sehen. Ist schon irgendwas ergeben. Wer bist du? Flame Tears? Ich sehe aber keine flammenden Tears. Das ist ein bisschen traurig. Oh! Oh! Das gefällt mir. Ich mach da nochmal schön extra Schaden. Oh. Sorry, das passiert manchmal. Ich glaube, die schießt immer als erstes hinter sich, ne? Deswegen lohnt sich das manchmal, glaube ich, erstmal in die andere Richtung zu schießen. So. Ja. Mhm. Das ist ein Kopf. Ein Katzenkopf. Es ist der Tammy Set. 10 Tears in Circle around Isaac. Nein. Das wäre sehr schön. Ja, der Ball ist nicht so geil. Okay. Ja. Hatte ich hier noch irgendein... Naja, wir könnten mal wegen dem halben Herz gucken. Will nur kurz gucken, ob ich das mitnehmen kann. Ja, dann sind wir... Ja. Okay. Ich glaube, jetzt kommen wir zur letzten Ebene, ne? Dann haben wir es geschafft. Ach, Kacke. Ja, das ist wunderbar. Kann man hier irgendwie... Ich glaube, immer wenn wir getroffen werden, dann kommen diese Bomben. Also so sieht das jedenfalls für mich aus. Was bist du denn für einer? Du stinkst, geh weg. Sitz das mal ein.
Das ist ein sehr böser Ebene. Nicht wahr, ne? Oh, der will Schlüssel haben. Komm. Können wir jetzt echt Probleme kriegen? Ah, shit. Egal. Weil wir jetzt theoretisch nicht genug Schlüssel haben könnten. Ich hab nichts gesagt. Hey! Also dieses Bombending macht uns, glaube ich, gerade einiges kaputt, würde ich mal so behaupten. Moment. Ich will mal kurz gucken, was dieser Dice Shard überhaupt jetzt genau macht. Oder warte mal. Justice nehmen wir erstmal hier. So. Nur war das 7. Justice. Okay, hat nichts gesagt. Wells of Gas oder so das es lohnt sich nicht. Die Herr der Ringe Serie beginnt am 2. September auf Amazon Prime und heißt Herr der Ringe, die Ringe der Macht. Wieso heißt das der Herr der Ringe? Das hat doch nichts. Ich hasse das, dass man alles direkt so benennt, wie das bekannteste. Warum nennt man das denn nicht einfach Ada oder sowas? Das fände ich viel geiler. Holy shot. Oh, das ist gut. Hey! Na, das ist zu random. Na, dann mach ich das lieber. So, Mom. Soul Heart. Wir haben's. Und da war noch ein Item. Ich hab's nicht mitgenommen. Rune of Hargoth. Okay. Das war eine Challenge. Ja. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt an dieser Challenge gesessen haben, aber ich habe auch keine Ahnung. Können wir zwischendurch immer mal wieder eine machen. Okay. So, da würde ich sagen, dann war das Binding of Isaac. Man auch ordentlich challengiert. Und mal gucken, was wir als nächstes machen in dem Spiel. Ja, das war Binding of Isaac.